Hallo zusammen, ich möchte noch ein paar Hinweise geben zu diesen Pflanzen. Und zwar sind es die vier, die noch die Landschafterklasse sagen, von diesem Schultag und vom letzten Schultag. Einfach ein paar Merkmale, die ihr noch nachtragen könnt in euren Steckbriefen. Wir fangen mit Primula vulgaris. Unser Gartenschlüsselblümchen ist einheimisch, sieht man gut. Das Blatt ist wintergrün. Und was vielleicht ganz wichtig ist, die Farbe, die Grundfarbe ist eigentlich die gelbe Grundfarbe, so wie ihr sie hier seht. Ihr seht, es ist relativ tief, kommt in der Natur vor, vor allem in den Bereichen Freifläche bis Gehölzrand und hat gerne Sonne bis Halbschatten von dem her. Also die rosarote Farbe, die ihr hier seht, ist eigentlich nicht typisch einheimisch, sondern es gibt so ein Sorten, die sich hier eingekreuzt haben. Und darum sieht man das in den Gärten relativ viel. Ich werde euch noch im Zusammenhang mit den anderen Primeli den Blattrand zeigen. Wenn ihr hier geht, schaut, seht ihr, es ist so ein kleiner, grob gebuchteter Blattrand. Gegenüber den anderen Primeli ist das ein Merkmal. Also Primula cultivars sieht natürlich ganz gleich aus, hat einfach viel die grösseren Blätter und ist auch noch ein bisschen mehr runzelig und auch viel die grösseren Blüten und farbigen Blüten. Aber wir werden ja noch das Schlüsselblümchen haben, Primula denticulata. Und dort sieht man den Unterschied vom Blatt her. Also der Blattrand ist sicher ein Merkmal, das ihr noch eintragen könnt zu euren Steckbriefen. Das war Primula vulgaris gewesen. Dann gehen wir zum nächsten. Voilà, das war Anemone nemorosa. Und das hier ist ein einheimisches Pflänzchen, ein sogenannter Geophyt, unser Buschwindröseli. Ihr seht es sicher jetzt, wenn ihr irgendwie draußen seid, entlang von den Gehölzen, also Wälder, Waldrand, Hecken und so weiter, ist das ganz typisch. Geophyt heisst, es sind meistens Zwiebelpflanzen, ihr seht es hier oben, Zwiebelpflanzen. Und nachher, wenn die Bäume Blätter haben, sich wieder zurückziehen in den Boden und dann sieht man es eigentlich nicht mehr, bis der nächste Frühling sie wieder vorkommen. Das ist typisch Geophyt. Also einheimisch, Anemone nemorosa hat gerne Halbschatten bis Schatten und kommt eben Gehölz oder Gehölzrand vor. Wie könnt ihr es unterscheiden im Zusammenhang mit Anemone blanda? Die haben wir ja noch. Das wäre hier ganz wichtig, dass ihr euch das hier anschaut. Wir haben 6 Blütenblätter. Das ist ganz typisch für Anemone nemorosa. Anemone blanda, werden wir nachher sehen, hat viel mehr Blütenblätter. Und etwas Zweites, das seht ihr auch hier auf dem Blatt, oder man kann es auch hier hinten zeigen. Das Blatt hier ist viel, viel schneller gebaut. Also ihr seht, da hier ganz ein schmales Blatt. So, voilà. Schmale Aderungen. Hier vorne sieht man es auch noch deutlich, wenn ihr das hier anschaut. Also schmale Blätter im Gegensatz zu Anemone blanda, die wir jetzt anschauen. Also, das hier einheimisch, ganz wichtig, gehört zu den Knollenpflanzen. So, nächste wäre eben Anemone blanda. Und hier seht ihr, gehört auch zu den Geophyten, gehört auch zu den Zwiebel- und Knollenpflanzen, ist aber nicht einheimisch. Und wenn ihr jetzt hier schaut, vor der Blüte her, dann seht ihr sofort, wir haben x-fach mehr Blütenblätter, schmale Blütenblätter. Und da seht ihr deutlich einen Unterschied. Es gibt hier nämlich auch Sorten, die weiss sind. Und wenn ihr weisse nebeneinander habt, dann könnt ihr auf das gehen. Und dann seht ihr es sofort. Auch wenn man hier das Blatt anschaut, seht ihr, dass wir hier viel die breiteren Blätter haben. Auch das ist ein Unterschied. Behaarung in dem Sinn ist ganz ähnlich, aber die Breite der Blätter ist ganz, ganz typisch. Anemone blanda hat viel lieber noch ein bisschen Sonne. Kommt eben auch Richtung Steinanlagen vor. Also von dort her ist auch der Standort nicht ganz gleich wie bei der Anemone nemorosa. So, noch die letzte. Das wäre Bergeni Oeschberg. Bergeni Oeschberg hat ein wintergrünes Blatt. Das seht ihr hier. Kennzeichnet ein wintergrünes Blatt. Manchmal kann man sagen, so fast immergrün. Aber man sieht es hier bei diesem Bild relativ gut. Junge Blätter im Frühling entstehen wieder. Ihr habt also bei dieser Pflanze immer wieder so abgestorbene Blätter drin, die man rausnehmen muss. Das macht es manchmal nicht so schön, die ganze Pflanze. Ihr seht auch hier bei diesem Bild, dass wir eine gewisse Herbstfärbung drin haben. Also durch den Winter werden die Blätter meistens etwas rötlich. Und nachher wieder grün, wenn es der Frühling Sommer wird. Bergeni Oeschberg kann man brauchen, so im Halbschattenbereich. Steinanlagen bis in den Gehölzrand kommt sie fast überall vor oder kann gesetzt werden. Und ich sage so ein bisschen, ihr könnt es merken, es hat so fast ein bisschen krautstillenartige Blüten,
Blütentrieb oder Blütenstiele. Rosarot nachher oben natürlich. Und so elefantenohrmässige Blätter, das seht ihr hier relativ gross. Also von dort her kennt man sie gut. Voilà, das wären die vier für die Landschafter. Ich wünsche euch viel Spass beim nächsten Film.